Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir werden jetzt das Depot hier quasi mal fertig bauen. Zumindest werde ich jetzt einen Strang hier von den Flüssigkeitstransportern, mehr Züge habe ich ja nicht, das reicht ja erstmal hin, nehmen und dann durchlaufen lassen. Das dann hier alles so funktionieren kann, wie es theoretisch funktionieren soll. So, und das werden wir auch bei der anderen Flüssigkeit machen, dass wir einen durchziehen, wo der dann anstehen kann und dann hinfahren kann schon mal und wir dann dementsprechend das ganze alte Depot abreißen können. Das sollte dann jetzt erstmal noch dann unser Ziel sein. Oder ist das mal mein Ziel, dass das erstmal dann weg ist? Und wenn ich noch Gleise habe, kann ich natürlich den Rest auch noch bauen hier. Ich kann ja meine Drohnen ja durchaus unterstützen. Die freuen sich da ja auch, wenn sie nicht ganz so viel tun müssen. Naja, gut, weiß ich nicht, ob sie sich da freuen. Aber könnte ja sein. Man weiß es nicht. Man steckt ja nicht drin in so einer Drohne. Ja. So, weil das hat nämlich dann den charmanten Vorteil, dass ich den alten da abreißen kann und dass ich den Platz da gewinne. Und dann werden wir dort wahrscheinlich für die Energiegewinnung Dinge hinbauen, dass ich dann nämlich die Kohleproduktion in dem anderen Bereich stärker fördern werde. Das hat zur Folge, dass, oder beziehungsweise das hat den Hintergrund, dass ich das A dann ins Raster richtig reindrücken möchte und dass dann auch die Energie, wenn denn alles andere mal irgendwie wieder anspringt, nicht instant ausgeht. Weil das würde sie momentan. Los hier. Ich kann nicht weitersetzen. So. Also das würde sie momentan wirklich tun. Einfach ausgehen. Ist der fertig hier? Jetzt hier oben fehlt ein Stückchen noch. Aber kurz vor fertig. Na gut. So. In eine Richtung bitte gucken. Ja, also heißt also im Groben und Ganzen, dass wir in dem jetzigen Energieblock, da werden wir die Produktion der Kohle drinnen lassen und vielleicht noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen erweitern und das auch dann nutzen weiterhin so. Aber dann nachher die Verbrennung der Kohle, das wird in einem anderen Quadranten quasi, denn da wo jetzt das alte Depot steht, da würde ich dann die Verbrennung des Materials sozusagen stationieren. Oh, das war jetzt auch nicht ganz richtig hier. Na. So. Na. So, nach da rausgehen und dann so. Ja, also damit das denn erstens mit dem Raster steht, damit ich dann überall auch den Dings habe, die Möglichkeit, dass diese Drohnen mich erreichen können, wenn ich da mal durchlaufe. Dass sie dann nicht immer umdrehen müssen, so wie sie es jetzt an so vielen Stellen hier noch machen müssen. Das stört mich nämlich, sagen wir so, doch. Ja, es stört mich doch massiv. Oder mehr als mir lieb ist. Ist wieder so ein persönliches Ding. Wo man dann einfach sagt, so, ja, man ist ja eigentlich erstmal egal, aber nee, es stört mich halt. Dass ich dann immer wieder durch Gebiete renne, die nicht heil ausgeleuchtet sind. Oder nicht ganz ausgeleuchtet sind. Aber ich habe ihn gerade schon oben beim Durchgehen wieder gesehen, dass in der Aluminiumproduktion, also in der aktuellen, die Geoden zu viel sind. Und auch unbedingt dran. Ja.
Aber da müssen wir gucken, ob wir genügend Maschinen schon haben. Ich glaube ja. Die Aluminiumproduktion. Aluminium und Eisenproduktion packe ich zusammen. Oder? Na, nee. Eigentlich brauche ich es nicht mehr, ne? Nee, brauche ich nicht mehr. Ich muss dieses Gas irgendwo noch produzieren, dass ich das transportiert kriege, ja. Jetzt müsste ich hier eigentlich. Upsala, hier ist wieder ein zu lang geworden. So. Müsste hier eigentlich alles fertig sein? Ah, ganz oben noch nicht. Okay. Und dann kann ich nämlich jetzt hier die vier waggonigen Flüssigkeitstransporter hier hinten herholen. Die werden ja da oben drin stehen dann. So. Gut, das ist dann das Depot. Upsala. Das Depot. Ja, Depot 4 Waggon-Tanks. So, und zwar kriegt der Kamerad neue Haltestelle. Und der auch manuell. Zack. Der Kamerad. Kriegt auch den angeboten. So. Sehr schön. Und der Kamerad. Der kann ja auch schon mal. Die Flut. Nee. Wie heißen die denn da? Depot 2 und ein Tank. Sind die alle erreichbar oder warum stehen die jetzt ganz unten? Hä? Merkwürdig. Na gut. Egal. So, aber. Damit kann auf der Oberlader, aber gut, dass nicht auf der Gleise stand. Damit kann jetzt definitiv auf der anderen, auf dem anderen Wege. Na. So, den einen raus. Auf dem anderen Wege. Ach so, warte mal, ich muss die Müllhalde dann noch irgendwie leer pumpen, ne? Das wäre dann, glaube ich, noch was ganz Wichtiges, was ich da erledigen müsste. Ach, ist ja doch einiges an Scheiß noch drin, ne? Die man erstmal so nicht braucht. Ja, will man auch nicht sagen, also brauchen tut man das schon, ne? Muss man dann bloß mal anständig vermarkten oder auch da einbauen oder mal hinbringen, wo es braucht wird. Oh, es wird ja mal angeboten, ich kann ja den, weiß ich nicht, kann ich ihn da, doch, den kann ich ja nicht darum drin erstmal stehen lassen, dann glaube ich an der Stelle. So. Ganz korrekt gewesen. So sieht's gut aus. Ist ja wirklich nicht mehr viel, dann rechnen meine Gleise dafür aus, die ich in der Hosentasche eingepackt hatte, um das hier fertig zu bauen.
die ganzen Signale hier mit auf Rot über. Sehr gut. Und dann machen wir das unten noch fertig. Und damit können wir offiziell behaupten, Depotbau abgeschlossen. Da oben fehlt irgendwas noch. Keine Ahnung. Muss mal hingucken, was da fehlt. Vielleicht kann ich das hier ansetzen. Und die Robbys, die wollen mir auch schon wieder Sachen bringen. Wahrscheinlich ein paar Gleise oder sowas. Ganz oben mal in die Müllhalde gucken, was da fehlt. Ah, der Kombinator fehlt da. Alles klar. Ja, den habe ich jetzt immer noch nicht in der Hosentasche. Ne? Kann ich auch immer noch nicht herstellen, oder? Was steht mir denn da? Kupferdraht. Jetzt endlich drin in der Tasche. Grüne Schaltkreis und Kupferkabel bräuchte ich. Wie viel rolltes Kupfer habe ich hier? Komm, das Kupfer ab. Hier, ne? Das Kupfer ab. Mal ab, die Sache. Danke. So. Und schon kann ich den hier bauen. So, den da reinbringen. Fehlt hier noch irgendein Bauwerk? Hier die Lampe. Steht die schon oder steht die noch nicht? Steht noch nicht. Steht ein Medium Elektropol auf der Lampe oder? Da war irgendwie eine Lampe noch geplant. Und da irgendwie übereinander. Aber Lampen sind ja hier auch nicht schlecht. Die kann man da ja mal hinsetzen. Ein bisschen Beleuchtung ist ja manchmal gar nicht so verkehrt. So. Gut. Hier wird fleißig reingeschmissen. Alles klar. So. Judy. Judy per Tudy. So. Das heißt. Heißt das was? Das heißt was. Fertig, ne? Ist immer noch einer blinkt hier noch. Jetzt mit Shift gesetzt. Dann los. Wer blinkt denn hier noch? So genau hier. Ja, so. Sind hier keiner mehr. War doch nur mit an die Schnur. Alles klar. Okay, so, dann haben wir das doch. Dann haben wir das doch. So, hier können wir gleich gleichzeitig dran an dem Abladebau noch. Achso, okay. Nee, das ist der Anforderer, das ist der Abbau, genau. So. Cool, Bahnhof. Gut. Schön. So, dann würde ich sagen, geben wir drüben den Abriss in Auftrag. Das sollte eigentlich nicht weiter schlimm sein. Das brauchen wir dann hier nicht mehr. Wir müssen uns nur noch zusehen, was wir jetzt mit den Waren machen, die hier drin sind. Dass wir die quasi theoretisch hier reinkriegen. Der Klappen. So zu einigermaßen gleichen Teilen. Könnte ich eigentlich so einen Zweierzug mal hier reinfahren lassen, vollladen lassen von Hand und dann. Und dann verteilt sich das hier nicht, ne? Das ist das Problem. Liegt das bloß in den vorderen Waggons, in den vorderen Kisten und dann nichts da. Ungünstig. Natürlich, wäre natürlich extrem ungünstig, aber ich könnte es hier reinbringen lassen, ausladen lassen
Was könnte ich machen? Müsste man hier, warte mal, dann mache ich das mal mit hier, hier. Du kriegst, nicht eine Haltestelle hinzufügen. Du kriegst hier eine Wartebedingung. Leeres Frachtinventar. Haltestelle hinzufügen. Lutz, Dingsbums, irgendwas. Hat man ja natürlich auch nicht. Ich bin Land. Wartebedingungen hinzufügen. Volles Frachten. Ich werde jetzt erstmal dahin und wird vollgeladen. Dann fährt er da wieder hin und wird leer geladen. Wenn er dahin fahren kann. Aber das kriegen wir hin. So. Der müsste doch jetzt eigentlich hier. Map. Jetzt ich mal drüber geguckt. Der müsste doch jetzt hier. Ah, der wird nicht beladen, weil hier. Ah ja, okay. Gut, alles klar. Dann müssen wir da erstmal den LTN rausnehmen, dass das kein LTN-Bahnhof mehr ist. So, ein normaler Bahnhof theoretisch. Beziehungsweise dann die einfach bloß die Beschränkung rausnehmen. Für den Filter. Also da keine Filtergreifer mehr reinsetzen. Damit die einfach aufladen, was sie gerade finden. Naja, ist ja nicht weiter schlimm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann fährt er da rüber, da wird er ausgeladen an den Bahnhöfen. Und dann irgendwann wird er hier drin stehen bleiben, weil er keine, sein Inventar nicht mehr voll kriegt. Und dann müssen wir dort mal angreifen. Fast Stapelgreifarm nehmen wir hier mal. Und setzen die hier einfach ein. So. Und machen dann hier mal das rote Kabel weg. So. Und dann müssen wir hier an das rote Kabel einfach nur eine 1 anbinden. Also permanenten Kombinator für Berechnung. Nee. Eigentlich bräuchte ich so ein Vergleiche. Eigentlich bräuchte ich bloß einen Sender, ne? Kombinator für Konstante. So. Und wenn ich jetzt hier in das rote Netzwerk. Gebe ich ihn da aus? Kommt, Jungs. Der letzte sogar schon, weil ich das Kabel einmal erwischt habe. Über den Stapel rübergelegt. So. Schmeißt einfach rein, was ihr findet. Kopie, wie ihr findet, macht das Ding da voll und gut ist. Judy! Hier wird er nie wieder Ware ankommen. Dann kann das ja schon weg hier. Jetzt ist er schon mal über. Der baut sich da einfach einen hin. Den Bahnhof lasse ich jetzt da so, weil wegen, ja, den Namen. Halt, weil er jetzt im Plan drin steht. So, und hier müssen die Kisten ja dann irgendwann mal leer laufen. Also irgendwann müsste das hier alles mal alles leer sein, aber das dauert eine ganze Zeit. Udi, dann muss man natürlich noch dafür sorgen, dass da drüben ab und zu einer nicht da ist. Also, dass dort ein, über was abholen bei mir. Was wollen die denn abholen? Achso, die Unterirdischen. Naja, gut. So. Und hier gehen wir natürlich auf den Abriss. Hier kann alles rausgerissen werden, was wir nicht mehr brauchen. Und dann muss das sowieso alles mal neu organisiert werden. Und in neue Kisten gebracht werden. Gut. Die Dinger müssen hier drinnen neu sortiert werden. Und das klappt und
Komm, lass uns jetzt abholen. Wird mir nicht weiter. So, wie voll bist du jetzt hier? Vielleicht bist du voll. So, geht's nämlich los. Jetzt muss ich nämlich da drüben nächsten Zweierzug. Noch einmal dazu zweckentfremden. Wartebedingungen hinzufügen. Leeres Frachtinventar. 5 Sekunden inaktiv ist natürlich auch gut, weil die hier die ganze Zeit dann ausladen, aber nur zur Sicherheit. Falls das irgendwie voll gepuffert liegt. Haltestelle hinzufügen. Diesen hier. So. Haut der nämlich jetzt ab hier. Und wartet hier hinten. Volles Frachtinventar. Die Wartebedingung ist doch erfüllt. Okay, gut. So, jetzt kommt der nächste an hier und der fährt gleich durch. Hä? Wo fährt der gleich durch? Da los, so. Warum ist der jetzt durchgefahren? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Moment. So, Inaktivität, Wartebedingungen, leeres Frachtinventar. Oder leeres Frachtinventar. So, oder. Und. So. Was hatte ich bei dem eingestellt? Ach, gar keine. Ist klar, okay. Volles Frachtinventar. Und. Müssen wir hier auch einstellen. Inaktivität. So. Oder hat er kein volles Frachtinventar gehabt? Ich weiß es nicht genau. So, dann hier Wartebedingungen hinzufügen, leere und Haltestelle hinzufügen. So, mal gucken, ob es klappt oder nicht klappt. So, hier wird immer fleißig rausgenommen. Und hier oben wird fleißig einsortiert. Und das schön gleichmäßig. Ja. Wunderbar, so kriegen wir dann mal alle Waren auch mal gleichmäßig dann teilt und schön. Schön, 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 schön. Ja, das freut mich. Das freut mich wahnsinnig. Und dann haben wir dann mal diesen Bahnhof hier irgendwann leer. Das dauert. Ja, wir haben 3 Züge darauf angesetzt, wie wir das jetzt machen sollten könnten. Soweit ich weiß, habe ich den hier auch darauf angesetzt. Achso, doch, den habe ich ja nicht drauf. Doch. Welchen habe ich denn noch? Ach, den habe ich noch nicht. Den Zeitstelle Züge. Oder hat er das wieder vergessen? Es kann sein, dass ich das vergesse, wenn die einmal hier drin sind, ne? Das kann sein, dass sie das dann vergessen, wenn die hier einmal drin sind. Weil es LTN-Züge sind und LTN-Bahnhöfe. Naja, gut, ja, gut. Macht ja nichts. Muss ich die erstmal alle abstellen. So, dann will ich die erstmal alle hinschicken. Der hat es nämlich auch vergessen hier, ne? Hm. 3-4 Züge brauchen wir dafür noch. So, volles Frachtinventar. Gut, also die vergessen das dann. Ah, ja, ist klar. Naja, gut, nee, das muss man hier wissen, dass sie das dann vergessen. Ja, okay. Gut, die werden aber noch nicht ausreichend, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, was kann so ein Wagen transportieren? 60, 6, ne?
A200. Na gut, da geht was 62 Stacks. Nicht, was ein Bärhaus und Stacks hat. Das war mehr als weitaus mehr, ne? Auch noch ein bisschen. Da müssen wir hier noch ein paar Züge mal hinschicken. Aber läuft. Juli, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.